Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Es ist wieder Zeit für einen kleinen Vlog. Jetzt hätte ich schon fast gesagt Ansage. Nein, es ist keine Ansage. Es ist einfach nur so ein kleines Infovideo, wenn man das so nennen darf. Kleines Infovideo bezüglich der Streams. Wir haben ja, wie ihr wisst, ich glaube seit einem fucking Jahr sind wir, glaube ich, fast nur noch arg am Spielen. Und in letzter Zeit, muss ich zugeben, ich habe jetzt ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht. Vor allem der Mo, der hat mir das, glaube ich, so am meisten klar gemacht. Der hat zu mir gesagt, Mucker, Digga, ey, wir sind fucking argsüchtig. Wir zocken nur noch arg so. Muss außerdem zugeben, wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viel arg gezockt. Und arg hat sich in letzter Zeit... Ich muss zugeben, ich liebe das Spiel. Es macht mir sehr viel Spaß. Aber ich will von Ark weggehen, weil ich bin nur noch am Meckern. Für mich entwickelt sich das Spiel gerade nicht nur der Community-mäßig ins falsche Spiel, weil jetzt immer mehr, sag ich mal, negative Sachen passieren. Sagen wir mal, DDoSen, Cheaten, sowas halt alles. Sondern auch so, ich habe einfach nicht mehr den Spaß, den ich damals hatte. Wir haben damals angefangen, seit das schon sehr, sehr lange her, da haben wir angefangen, da haben wir... auf unoffiziellen Servern gespielt, war mega lustig. Das einzige Gute, oder das, was heißt einzige, es war ja immer gut, ne? Aber das Gute ist, wir haben immer mit der Community gespielt. Da muss ich mich eigentlich selber nochmal loben. Aber wir haben von unoffiziellen Servern gespielt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir hatten zwischenzeitlich eigene Server, hat übertrieben viel Spaß gemacht. Dann sind wir jetzt als letztes auf die offiziellen Server gegangen, auch wenn da viele nicht so schöne Sachen passiert ist. Also es hat trotzdem in irgendeiner Weise, wir haben es ja gespielt, also muss es Spaß gemacht haben. Wir hätten es ja nicht gespielt, wenn es nicht Spaß gemacht hat. Und jetzt ist auch unsere alte Mainbase gefallen. Ich will damit auch eigentlich komplett mit Ark aufhören. Ich will mit Ark abschließen. Es war eine mega nice Zeit. Auch wenn ich gesagt habe, ich will dieses Wochenende noch ein bisschen Ark spielen. Ich will damit einfach komplett abschließen. Weil ich will nicht mehr so viel Zeit in dieses Spiel investieren. Dafür gibt es einfach viel andere, coolere Spiele. Und ich war auch mit den Streams, vor allem, ich weiß nicht, seit einem Monat, war ich, glaube ich, mit den Streams absolut unzufrieden. So, ich finde... Ich habe mich dazu stark verändert. Ich finde, das Spiel passt einfach nicht mehr in die Streams. Okay, als Ark, als ein Survival-Game, Survival-PvP-Game natürlich eh, wenn wir dann alles noch zeigen, weiß jeder, wann und wie wir angreifbar sind. Jeder hat das ausgenutzt. Naja, ich will auf jeden Fall von dem Spiel weg. Und ich wollte das einmal nochmal öffentlich hier sagen. Das wird die einen vielleicht wird das erfreuen, die von, sage ich mal, damals noch dabei sind. Weil... Ich will den Stream jetzt ein bisschen umbauen. Ich war allgemein mit dem ganzen Stream in letzter Zeit unzufrieden. Ich überlege gerade, wie ich das erklären soll. Ich will von diesem, wir spielen ein Spiel weg zu vielen Spielen. Ich möchte mir eine Community, sag ich mal, aufbauen, die wegen uns da ist. Die nicht nur wegen dem Spiel da ist, so, weil Ark hat jetzt keiner gespielt. Da gab es, ich weiß nicht, wen gibt es da, den Esteban gibt es, glaube ich, da das Stream. Dann gibt es vielleicht noch ein paar, die zwischendurch streamen von den Deutschen. Sonst gibt es, glaube ich, kaum einen Deutschen. Und da waren wir, glaube ich, schon mit einer der Größten. Gadget hat das, glaube ich, damals noch gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das noch so alles in den Deutschen spielt. Weil immer, wenn ich gucke, ist eigentlich kaum ein Deutscher, der, sage ich mal, über 50 Zuschauer hat. Außer, glaube ich, Esteban. Esteban ist einer, der ja zumindest, wenn ich gucke, nachts immer diese Zuschauerzahl gut übertoppt. Ich will jetzt den Stream komplett abändern. Wir saßen eben, ich glaube, 4-5 Stunden mit diversen Leuten im Teamspeak, die man natürlich auch aus dem Stream kennt. Und wir haben uns überlegt, wie können wir den Stream für euch besser machen? Weil viele, das habe ich auch in letzter Zeit gemerkt, viele kommen ins Teamspeak, ne? Ihr wisst, ich bin sehr community-nah und sagen so, ey Mucker, ne? Tut mir leid, dass ich jetzt lange nicht dabei war oder so, oder dass ich nur mich im Teamspeak hier aufhalte, aber ich kann Ark nicht sehen. Ich kann es auch in dem, ich habe es auch natürlich immer verstanden, aber ich will wieder den Leuten ein bisschen entgegenkommen, so, weil ich meine, ich habe euch das Ganze zu verdanken. Das, was wir hier aufgebaut haben, das ist nur durch euch entstanden. Ich will viele Spiele spielen, ja. Ich will, dass die Leute wieder... Ich habe mir die Leute ausgefragt, was war das, wieso... Seid ihr damals da geblieben? Sowas halt. Ne? Wieso seid ihr damals da geblieben im Stream? Wieso seid ihr jetzt nicht mehr da? Ne? Viele haben gesagt, zum Beispiel, weil es nur auf Ark ist, viele haben gesagt, so, weil wir nicht mehr die Möglichkeit zusammen in der Community etwas zu spielen oder so. Die wenigsten haben zum Beispiel auch gesagt, weil ich weniger in den Chat achte, vor allem wenn ich raide. Das ist natürlich so ein Thema, da muss ich wieder, das braucht Übung. So. Und
Da habe ich mir gesagt, ich will jetzt definitiv wieder andere Spiele spielen. Wir haben, ich kann mal ein paar Notizen machen. Ich habe mir, oder was heißt, aufzählen, die wir gemacht haben. Spiele wie zum Beispiel, da hat der Gaffer vorgeschlagen, sehr, sehr gutes Spiel, Portal 2. Ich habe Portal noch nie gespielt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne das Spielprinzip. Ich habe es aber noch nie gespielt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das zu spielen, vielleicht mit einer Person, ich weiß nicht, mit wem ich das ein bisschen spielen sollte, aber wenn das einer spielt, dann auf jeden Fall einer, der es nicht kennt, falls es noch irgendeinen Hinterwäldler gibt wie mich. Portal, eins der bekanntesten Spiele, 1 und 2, könnte man zusammenspielen. Ich wollte jetzt für heute zum Beispiel vorschlagen Dark Souls. Ich will allgemein den Stream ein bisschen früher legen. Ihr wisst ja, nur spontan Streams und so dies und das, aber ich will so gegen 16 Uhr anfangen. Vielleicht wollen wir ein bisschen PUBG 2 Stunden machen und dann, damit das auch jeder mitbekommt. Also das heißt, wer jetzt heute noch arbeitet oder so, der sieht das Video nicht. Und dann ab 18 Uhr will ich dann so gut wie pünktlich starten, Dark Souls zu spielen. Welchen Teil? Weiß ich nicht, 1, 2 oder 3. Ich werde gleich mal einfach 3 Kommentare machen. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Da könnt ihr gerne eure Likes abstimmen. Und der Teil mit den meisten wird das entscheiden, welches wir heute spielen. Ob wir die Story durchspielen. Ich hoffe, wir spielen die durch. Ich war auch damals immer, ehrlich gesagt, gegen Singleplayer-Games. Weil ich das so für mich selber, finde ich die langweilig. Aber ich glaube, mit der Community zusammen. Und das habe ich vor allem gemerkt bei Resident Evil, bei dem letzten, ich glaube der 7. Teil, oh mein Gott, hat der Bock gemacht. Und da kann man auch den 5. Teil durchspielen, der war auch mega cool, den würde ich gerne nochmal spielen. Man kann, ich weiß, was haben wir noch alles notiert? Wir haben hier Dark Souls Firewatch, habe ich bei Papa Platte, habe ich sogar sehr lange zugeschaut, wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich das Spiel sehr cool fand. Also der hat das auch übertrieben gut rübergebracht. Shoutout geht an Papa Platte, sehr guter Streamer, Jungs, schaut bei dem vorbei. Würde ich gerne selber spielen, ich habe da jetzt zwar, sag ich mal, halbe Stunde, Stunde zugeschaut. Ich kenne da ein bisschen, aber von der Story her einfach eine endgeile Story. Hat mich begeistert. Hat auch sehr gut rübergebracht. Dead Space wurde sehr oft genannt. Sowas. Das sind alles Spiele, die man gerne spielen kann. Oder Black Wake haben wir bei Hand of Blood gesehen. Ist ein bisschen teuer. Muss man mal gucken, wie man das macht. Aber weil das so ein Multiplayer-Game ist. Ich spiele auch gerne Multiplayer-Games. PUBG, CSGO würde ich mal gerne wieder spielen. Auch nicht wenn unbedingt Shootern. Aber was wir damals mit der Community gemacht haben, was ihr sehr, sehr gefeiert habt, war dieses Jump'n'Run, wie hieß das, Surfen und Bunny Hop und so mit der Community, das waren Games, ich weiß noch, 24-Stunden-Stream, wir haben, glaube ich, davon 14 Stunden nur Bunny Hop und so einen Scheiß gemacht, das vermisse ich irgendwie. Das ist einfach weggegangen und diesen Spaß und diese, nee, will ich einfach wiederbringen, ich will solche Spiele spielen, Jungs, und wir fangen heute an mit Dark Souls. Ich versuche jetzt wirklich komplett auf Arc zu verzichten, ja, das wird, ich habe auch eine Arc-Sucht, ich kann zugeben, ich habe eine Arc-Sucht, weil das Game mich echt gefesselt hat. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Ich bin Donnerstag, könnte sein, dass wir das später starten, aber ich versuche auch jetzt die Zeiten, naja, die spontanen Zeiten, wenn man so sagen kann, besser einzuhalten und früher zu starten. Wir fangen halt mit Dark Souls an. Ich persönlich habe den ersten und den dritten Teil gespielt. Den ersten Teil mehrfach, ich glaube 8-9 Mal durchgespielt. Der spielt ja eine ältere Grafik dafür, aber den dritten noch nicht einmal durchgespielt. Aber sehr, sehr guter Teil. Dark Souls 2 fand ich jetzt den Anfang damals ein bisschen zu einfach. Damals haben wir das aber auch im Multiplayer-Modus gespielt. Im Singleplayer sieht das bestimmt anders aus. Naja, stimmt bitte ab. Und ich würde euch auch bitten, zumindest würde ich euch einladen, dabei zu sein, mir ein Feedback zu geben. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass ich ein Feedback habe. Ihr könnt auch gerne unter dem Video schreiben, was denn euch damals, was also die meisten kennen uns ja auf YouTube wahrscheinlich durch Arma 2. Aber ich will auch trotzdem mal fragen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der über Streams auf YouTube gekommen ist und uns sagen kann, was denn euch damals, ja, festgehalten hat im Stream, so, ne, was sich da einiges geändert hat, so, jetzt außerhalb des Spiels, ich denke, die meisten werden sagen, ja, Ark ist nicht euer Spiel, ne, oder ist nicht mein Spiel, aber da gibt es bestimmt auch andere Sachen, weil viele Leute verändern sich, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mich auch verändert und ich will wissen, wie und ob das eine gute oder schlechte Veränderung war. Deswegen, Jungs, ich bitte euch, Feedback zu geben und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es kommen mal wieder ein bisschen mehr Videos, ich wollte jetzt heute wieder aufnehmen. Mit Fortress. Der Fortress geht kurz vorher schlafen. Grüße geht raus an Fortress, mein guter Kamerad. Sonst, Alter, die Frisur wieder viel zu lang. Muss zum Friseur mal gucken. Heute werde ich das nicht schaffen. Donnerstag muss ich... Ist Donnerstag? Ich glaube, Donnerstag ist ein Feiertag. Ich muss auf jeden Fall mit meinem Vater ganz weit weg. Der holt, glaube ich, ein Moped ab. Muss ich einmal hinfahren, damit der das abholen kann. Dann fahre ich zurück. Vielleicht gehe ich dann da noch zum Friseur. Dann haben wir wieder kurze Haare, Jungs, nebenbei. Dann machen wir, ich glaube, oben, ich sag mal, so lang und Seiten 6 mm abrasieren, hinten auch.
Alter, guckt euch das mal an. Holy moly! Jungs, ich bedanke mich für euren Support über die ganzen Jahre. Für die, die das sehen, trinkt viel Wasser. Das ist tatsächlich normales Sprudelwasser. Wasser ist gesund. Viel davon trinken. Cheers. Habt einen schönen Mittwoch. Und vielleicht gucken wir das auf uns zum Wochenende hin. Auf eine neue Stream-Ära irgendwas Besonderes einfallen lassen. Ich kann euch sagen, nee, ich will euch nichts versprechen. Ich will euch nichts versprechen. Wir gucken einfach, wie es passiert. Ich versuche mich besser jetzt vorzubereiten wieder. Haut rein. Wir sehen uns.